Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Format, was ich ausprobieren möchte, und zwar Team Showcases. Mehr oder weniger, was ich in Dokkan Battle schon mache, aber in Dragon Ball FighterZ. Ich bin bei weitem noch nicht super gut, ich bin im Ranked noch nicht wirklich weit, denn ihr wisst ja, Umstellung auf dem Arcade Stick, aber ich dachte mir, das ist eine coole Sache, um euch unterschiedliche Teams vorzustellen und damit ihr mir Teams vorschlagen könnt. Bedeutet, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was für ein Team ich dann in den nächsten Folgen mal zusammenbauen soll. Für den Anfang habe ich mich für ein Team entschieden, wo ich gedacht habe, okay, die Charaktere finde ich ganz cool, und zwar wird mein Team aus Android 18, aus C21 und aus C16 oder Android 21 und Android 16 bestehen, zwar ein volles Android-Team. Wir werden nur in Casual-Matches reingehen, das heißt über den Weltkampf uns ein paar Gegner raussuchen. Ich werde diese Kämpfer vorher nicht wirklich trainieren, sondern wir werden on the flight sehen, was möglich ist. Warte natürlich im Trainingsmodus, bis die Matches gefunden sind, und ich bin gespannt, ob ihr Bock drauf habt, und lasst uns mal schauen, wie lange wir bis zum ersten Match brauchen. Okay, wir haben den ersten Kampf, und zwar gegen den Marcel Heck. 20 Spiele bis jetzt, 8 Siege, noch nicht wirklich eingerichtet. Ihr seht gerade, ich bin grün mittlerweile, nicht mehr gelb. Grund ist, ich habe viele Teams ausprobiert in lokalen Kämpfen, beziehungsweise in Casual Online Matches, und habe auch relativ oft verloren, weil ich mich mit den Teams nicht auseinandergesetzt habe, und deswegen bin ich jetzt runtergestuft worden von meinem Threat Level, wie er so schön heißt. C21 in diesem Team ist der Charakter, womit ich nicht wirklich viel kann. Ich bin mal gespannt, wie es läuft, wirklich. Okay. Okay, der dasht zu viel. Und jetzt nochmal. Okay, das ist ein Neuling. Ich habe auch nicht wirklich viel auf die Reihe bekommen. Es gibt bessere Kombos, aber er wird jetzt wieder angreifen. Und ich punish ihn. Jetzt holen wir mal jemanden rein. Gut. Und machen mal eine Level 1. Nein. Oh, und ich laufe da auch noch rein, ist die tot. Ernsthaft? Und ich habe nach vorne anstatt. Und 21 ist gleich down. Runter mit dir. Oh Gott. Das Blocken in der Ecke muss ich auch nochmal üben. Wow, der drückt aber alle Knöpfe. So, erstmal runter mit dir. Aber auch gegen solche muss man ankommen. Und gerade wenn man nicht genau weiß, wie die Kämpfer sich spielen. Ja, und wieder verkackt. Ah, zu weit weg. Treffe ich ihn noch? Nein. Also hätte ich nach unten drücken müssen. Jetzt aber. Okay, nicht so dolle. Es gibt ein paar Synergien in diesem Team, die ich jetzt aber nicht wirklich zeigen konnte. Ich bin auch noch super kalt. Also das Match haben wir relativ schnell gefunden, deswegen konnte ich im Trainingsmodus nicht wirklich üben. Ja, macht er einen Rückkampf? Ja, sehr gut. Aber auch, ich sage, gerade gegen solche muss man auch wirklich zurechtkommen. Er drückt viele Knöpfe. Das. Okay, da hat er die ganze Zeit. Und ich krieg das immer noch nicht hin, was ich machen möchte. Okay. Zu früh. Dank dich! Und tschüss! Also C16 gefällt mir persönlich ganz gut. Gerade sein Dank ist einfach nur geil. Aber ich krieg noch nicht wirklich viel mit ihm hin, leider. So. Das war mir klar. Nein. Raw Level 3? Ah, okay. Gohan kriegt das hin, nach dem Rush noch was hinzukriegen. So, du bleibst erstmal da. Da, Knöpfe zu drücken.
So, das war es doch schon mal gar nicht mehr so schlecht. Aber ich hätte lieber jetzt C18 reinholen sollen, weil die dann von oben kommt. Da ist ja noch ein bisschen kalt. Mal sehen, was wir hinkriegen. Bye! Nein. Ah, okay, der war in der Luft. Deswegen konnte er noch was machen. So, hoch mit dir. Ah, doch. Schon down. Sorry, Marcel. Ein bisschen zu forsch, aber nicht gut gespielt. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Meine Assists immer noch nicht genutzt und so weiter. Aber wir werden mit dem Team erst warm. Ich denke mal so 2-3 Runden mache ich, je nachdem, wie sie laufen. Soll das erste Match gewesen sein. Also warten wir auf das nächste Match. So, für den zweiten Kampf kommen wir schon gegen einen Gelben. Das ist der Cedarock. 194 Spiele, 97 Siege. Richtig viele Spiele auf dem Buckel. Vegeta, Tenshinhan an und Hit. Drei extrem coole Charaktere, die auch... Ja, gegen Hit spiele ich nicht so oft. Der kann sehr gefährlich werden. Und nicht hier mit meinem Deppenteam. Ich bin mal gespannt. So lernt man auch, sie anzupassen. Aber ich glaube, das wird ziemlich nach hinten losgehen. Okay, ich überspringe mein Intro. Okay, er hat es nicht gemacht, weil C18 hat einen Bug leider. Ah, was eine... Okay, blöd geblockt. Jetzt nutze ich eine Autokombo, ist mir recht. Und hole dafür ihn raus. Ah, okay. Zu aggressiv gespielt. Oh, nice. Ah, ich habe nicht genug. Ah, nein! Ich kann die Entfernung noch nicht abschätzen. Oh, und die Kombo ist richtig gut. Na, holt er mich runter? Jawohl! Mit ein bisschen Glück reicht das. Also für ihn. Ja. Wow. Ah. Ach, fuck, ich wollte gerade einen Overhead machen. Der hat genau darauf gewartet. Richtig gut gespielt. Wow. Na, ja, wir machen ein bisschen Schaden zumindest. Gucken wir mal, was wir machen können. Also gegen Hit gibt es einen Trick, den ich schon gelernt habe. Und das war's nicht. Ach Gott, und ich springe hier durch die Gegend wie ein Anfänger. Das ist gut von ihm. So, ich bin down. Nein! Voll getroffen. Oh, und ich voll in deine Autokombo. Okay. Also, er spielt okay. Er punisht mich richtig gut. Ich spiele viel zu passiv-aggressiv. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich wollte eigentlich gerade mein Level 1 machen. Also um auf ihn. Aber das hat so eine kleine Startup-Zeit. Mal sehen, ob wir ein bisschen Schaden rausholen können. Nein, das war zu viel gewollt. Wow, das war aber ganz knapp dann vorbei. Ah, zu viel gewollt wieder. Nein, seine Level 3, damit habe ich nicht gerechnet. Sehr gut gespielt. Das war cool. Er kennt seine Charaktere recht gut. Also mit der Level 3 von Chaozu, die erwarte ich relativ selten. Und dann kommt sie aus dem Nichts und man denkt sich, oh, okay. Ja, das geht aber besser. Ja, und Rückkampf, cool. Also von meiner Seite geht es auch deutlich besser. Er hat ganz gut gepunished. Wow, okay, wenn ich ange... Er wartet, bis ich ankomme und dann punisht er ganz einfach. Aber jetzt, das habe ich gesehen. Ah.
Oh Gott, das war nicht so gut. Und ich da hab gehofft, dass er sich... Nein! Ah, nein, zu weit weg. Schade. Okay, das war doch gar nicht mal so schlecht. Hit schon mal down. C18 ist ein bisschen weg vom Fenster, aber es ist okay. Nice. Nein, da bin ich voll... Da habe ich mich voll... reingelaufen. Verschwinde mal. Nein, verdammt! Ich wollte da eigentlich mehr machen. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, du hast den Sparkling, du musst was machen, aber okay. Nein! Wow, direkt in den Level 3, da bin ich schon mal drauf reingefallen, ne? Na, reicht das? Jo, das reicht. Das hat er zweimal schon gemacht. Das nervt mich ein bisschen, dass ich auf den gleichen Track nochmal reinfalle. Okay, ich habe meinen Sparkling noch. Alter, das war so nicht gedacht. Ich überlege noch viel zu viel. Oh, nice. Was ich mit C16 machen kann. Dieses Match hätte ich für mich gewinnen müssen. Jetzt habe ich ein bisschen mich überrumpeln lassen, was mich ein bisschen nervt natürlich. Wow. Das ist höchst unsafe. Was? Das connected? Nice. Richtig gut. Hey, zweimal verloren, zweimal mit Absicht. Verdient. Ich hatte das Match unter Kontrolle, habe es dann abgegeben. Der hat es richtig gut zurückgeholt. Sehr gutes Spiel, Zerdok. Mit einem anderen Team hätte ich das vielleicht noch rumreißen können, mit diesem nicht. Wir machen noch ein letztes Match mit dem Android-Team. Und wie gesagt, schreibt mir gerne unten rein, welche Teams sich noch so ausprobieren sollen. So, und wir sind beim letzten Kampf gegen den Moha KND. Hatte eine ziemlich gute Siegesserie. Mal schauen, wie es funktionieren wird. Ah, okay. Das ist zu weit. Okay, nutzt die guten Autokombos. Das kann ich auch. Ah, es war ein Knopf zu viel. Nice. Oh Gott. Ich probiere gerade ein bisschen zu viel aus. Ah Gott, zu spät gedrückt. Und wieder die gleiche. Wir greifen dich. Ich wollte eigentlich eine Level 1 machen, aber okay. Ah, nice. Oh Gott, ich denke zu viel nach wieder. Und meine Assists nutze ich immer noch nicht. Na, Level 1er. Jo, sehr gut. Ihr merkt, er macht deutlich mehr Schaden an mir, als ich an ihm. Ach Gott, das funktioniert immer noch nicht. Das vergesse ich immer wieder. Und wieder. Das kann ich auch.
Okay, ein Down. Aber es fühlt sich alles immer so. Oh, ich muss überlegen, was ich tun muss. Und gerade bei solchen Kämpfen muss das eigentlich direkt. Das kann ich auch. Nein, das kann ich auch nicht. Ach ja, und ich vergesse mal wieder, dass das geändert worden ist. Das war der falsche Knopf, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass er sofort rusht, okay. Und damit... Oh Gott. Ja, danke, dass du mich anrusht. Also in der Ecke bin ich bei den Wallbounces immer noch so ein bisschen iffy. Er wird jetzt seinen Sparkling sehr wahrscheinlich aktivieren. Das sieht nicht gut aus für mich. Danke. Ach Gott. Okay, ich weiß nicht, warum ich einen Knopf gedrückt habe. Ihr habt gesehen, ich bin sofort nach vorne gesprungen. So war es eigentlich nicht gedacht. Und gerade, wenn ihr euch wundert, warum ich jetzt unkonzentriert bin, bei mir geht's gerade... Oh Gott, und wieder den falschen Knopf. Ich wollte eigentlich wechseln. Mann. Nein. Ach, er hatte auch noch einen Fall. Ach, der hat den viel früher aktiviert als ich. Ich hab's vergessen. Nein! Und jetzt bin ich down. Weil mein Skype die ganze Zeit klingelt und es mich gerade echt ein bisschen nervt. Den Kampf hätte ich locker gewinnen können. Kennt ihr das, wenn ihr euch nicht konzentrieren könnt, weil irgendwas die ganze Zeit im Hintergrund passiert? Das ist es gerade. Ah, Mann, 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 Mann. So, einen Rückkampf machen wir noch. Das kann ich eigentlich gewinnen. Okay. Wow. Ja, ich reagiere auch teilweise zu langsam. Wer sollte den nächsten rein? Ah, zu früh auf Punishing gedrückt. Ach Gott, sie hat ja noch kein Kamera mehr. Ah, das vergesse ich. Das ist ja, wenn man die Kämpfer nicht oft spielt, dann passiert genau sowas. Ja, und wieder zu spät reagiert. Ja, gut. Der hat erwartet, dass ich blocke. Ja, wird das die ganze Kombo? Er hat genug Ki dafür. Ja, nice. Sehr gut gemacht. Ja, und wieder den falschen Knopf gedrückt. Mal sehen, ob das funktioniert. Jo, nice. Okay, das war nicht ganz so gedacht, aber okay. Nehmen wir. Falsche Seite geblockt. Ja, und wieder. Oh Gott, und jetzt mesh ich Buttons. Und mit viel... Ja, die ist down.
Gut gespielt, ey. Ich komme auf dieses Team gerade nicht ganz so klar. Das erste Match war viel zu einfach. Dieses Match ist machbar mit dem Team. Wow, was war das denn? Okay, ich habe jetzt auch ein Delay von 4 Bildern, okay. Weil ich mir ziemlich sicher war, dass ich keinen Knopf gedrückt hatte. So, den machen wir jetzt zumindest platt. Okay. Weil ich habe mich nur gewundert, warum die nach vorne gestürmt ist, obwohl ich nichts gemacht hatte. Okay, dann haben wir down, dann haben wir down. Machen wir noch ein Best of Three? Puh. Ach Gott. Ich vergesse immer wieder, wenn er im Sparkling Blast ist, dann bringt es nichts, irgendwas zu drücken, sondern nur blocken. Und das habe ich nicht bedacht. Puh. Weil er ja zu einem gedrückt wird. Oh Gott, wie... Das war... Ich sterbe jetzt, weil ich die Combo gedroppt habe, ne? Nein, 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 schade. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich portet. Ah, das war richtig dumm von mir. Verdient verloren, muss man dazu sagen. Zweimal hintereinander. Das geht besser, aber das soll es mit diesem Team gewesen sein. Bin nicht ganz so reingekommen, am Ende habe ich ein bisschen besseres Gefühl gehabt. Nichtsdestotrotz, wenn ihr da Bock drauf habt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, lasst mir gerne auch Teamvorschläge da und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge.